Wir brauchen jetzt noch Luft, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen Luft verliere. Und ich musste mich übergeben. Verbrauchtes Material steht da. Hoffentlich ist es bald vorbei hier. Ich dreh durch. Mach einfach Granada rein. Scheiß drauf. Echt jetzt? Oh, Scheiße! Verdammt! Komm mal, dreh herum. Fahr rückwärts, David, guck mal. Sie geht's ohne David. Hey Uwe, was ist jetzt damit? Ja, folgendes, da war ein Riss drin in dieser Sattelstütze und da habe ich jetzt Epoxidharz ein bisschen reinlaufen gelassen und damit ist jetzt das Problem gelöst. Ah. So, der neue Orkley-Helm. Die Form, das sieht echt gut. Ist er gut? Atemberaubend. Und dann kommt noch die neue Brille. Vor allem das hier an der Seite. Das liegt nur noch an dir. Ja. Orkley, beste. Da fahrst du schon im Stand. Ah ja. Ja? Ja, kannst. So, oderle? Ja, los. So. Weil genau jetzt wurde. Wenn es nicht knistert, ist falsch. Okay. Boah, schmeckt die. Die ist mal richtig saftig. Was hast du jetzt da? Cola. Was genau? Power, Gel, Shots, Cola. Zeig mal her das Zeugnis. Oh, das schmeckt aber gut. Das ist jetzt geil. Oh, nice. Die kann ich schon mal wechseln. Hey Mike, was machst du jetzt da? Also ich gehe davon aus, dass wenn ich das heute Nacht einschmiere, dass es dann besser einzieht und dass das Polster geschmeidiger bleibt. Und was nimmst du dafür? Dafür nehme ich die Assos Chemi Cream. Okay. Ja. Die ist gar nicht so teuer und die benutze ich eigentlich auch schon immer. Auch bevor ich von Assos gesponsert wurde. Okay Mike, was geht ab? Nicht viel, war jetzt gerade schön auf dem WC, das ist sehr gut. Ansonsten, wir brauchen jetzt noch Luft, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen Luft verliere, komischerweise. Ja, ich hoffe, dass das alles passt, dass ich nicht die ganze Zeit immer Luft nachpumpen muss und zu wenig Milch irgendwie drin habe. Keine Ahnung, ob das irgendwie jetzt weg ist durch den Flug oder so. Ah, wir werden sehen. Ja. Schauen wir mal. Ja, hier werden noch die restlichen Reifen aufgepumpt und die restlichen Ventile zusammengeschraubt. Während Mike sich mental darauf vorbereitet, verfickte 800 Kilometer zu fahren. Nein, natürlich auch. Jetzt sind ungefähr 300 Leute hier am Start. Und nicht Gravelbikes, Mountainbikes, wenn man laufen muss. Boah, der hat aber verloren. Ja. So. Ja, zwei
Schön Steine. Schön, schön, schön. Und das ist jetzt 1000 Höhenmeter lang. Schön flott unterwegs. Ich habe jetzt sehr wenig gevloggt, da ich einfach im Rennmodus war. Ja, es ist jetzt so, dass ich heute Nacht Magenprobleme hatte und ich musste mich übergeben. Mehrmals suboptimal. Ich bin dann an der 24-Stunden-Shell-Tankstelle. Ich habe meinem Dad gesagt, kann mal da hinkommen, weil ich glaube, das Rennen ist vorbei. Weil es mir echt super schlecht ging. Ja, am Ende vom Tag war es dann so, dass ich eine Stunde geschlafen habe, mir dann was an der Tankstelle gekauft habe und dann bin ich weitergefahren. Schleppend. Als Siebter bin ich losgefahren. Jetzt gerade Vierter. Ja, Magen ist immer noch angeschlagen, aber es geht schon. Jetzt sind es noch 3 Anstiege. Mit der hier rum sind noch 2. Finale ist brutal, aber das kriege ich hin. Wunderschön hier. Beine maximal dreckig, Bike genauso. Die Dämmerung beginnt. Nacht Nummer 2. Finale. Das sind jetzt dann gleich noch 40 Kilometer mit 2000 Höhenmetern. Ja. Schon zähe Geschichte. Wenigstens ist der Sonnenuntergang nice. Llama Nils. Hola, rey. Krass. Well done, mate. Cycling is interesting. Yeah, no kidding. Hey, herzlichen also, Glückwunsch. Hey. Dira. Puh. Das ist die Mike. Ich dachte eigentlich, du kommst von da unten. The final is just like, it's never ending. Yeah, it's a long one, eh? It is. It's a long one. Oh, this is getting my heat. nice course. Yeah, really nice. Really, despite this weather. Yeah, but you know, as long as it is extreme, it's okay. Okay. Next year we will do something better. No, no, it was perfect, like always. I loved and hated it at the same time. This is how it works. This yeah. is how you like. Oh. Second one. Yes. Danke dir. Thanks a lot. Oh. Alter, Mike. Boah, super klasse.
Boah, mega. Ah ja, lief noch am Ende, gell? Ich hätte nicht dran gedacht, so, dass ich den noch hole. Das hätte ich auch nicht gedacht. Der hat ja 8 Kilometer Vorsprung. Aber am Ende hat man es voll gemerkt. Also. Ich habe Adrian attackiert. Komplett demoralisiert. Boah, Alter, was für das Ding ist. Wir kommen zum dritten. Oder dritter Platz? Ich habe mir das Ding gegönnt und auf einmal lief es gratis. Boah, hier fahr ich verpinnt. Ich hab geklopft. Ich habe bis heute immer noch nicht realisiert, was passiert ist. Ich glaube, das wird man auch nie realisieren. Es ist für mich Badlands, für mich die eine der, oder das Event überhaupt, wenn man sich selber noch mal ein bisschen besser kennenlernen will und einfach Bock darauf hat, auf Abenteuer und was überhaupt möglich ist, was man selber in der Lage ist zu leisten. Und also ich find's total schön. Manch einer genießt Nachtfahrten oder solche Geschichten nicht oder diese ständige Müdigkeit und Erschöpfung. Ich finde, gerade dann zeigt sich halt, was man selber für ein Mensch ist und wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Warte ganz kurz, kommen wir mal aus in die Küche. So, Nummer 2. Ah! Ja, jetzt. Oh. Noch eins. Bloß nicht mit dem Messer, bist du wahnsinnig. Die Landschaft zu anschauen, das ist traumhaft. Wie war die Fahrt hier hoch? Außergewöhnlich. So eine schmale Straße, das war jetzt echt grenzwertig. Also mit dem Fahrzeug auf jeden Fall. Eigentlich wäre es so ein Geländewagen oder so ein Jeep. Das ist doch ein Geländewagen, ich weiß nicht, was du hast. Ja. Wir hier die, dran hier haben wir hier die Gitti Synergy H2 Bereifung drauf. Das ist. Besser geht's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Alter, Mike, super! Wer bist du denn? Du geiler. Ich war Cola gezogen. Preis-Leistung passt, die hält lange. Du brauchst sie eigentlich nicht so oft, wenn du aus Ressourcen fährst. Kleiner Exkurs, ganz schön lang geworden jetzt. Slap it. Ja. Scheiße, zu spät.